Okay. Ja, hi, ich bin Astrid Schmachalitzer, ich bin Homestory-Traderin bei den Trading Masters und heute beim Frauen-Event hier an der Börse in Frankfurt. Und ich habe hier den Coach Christian Schlegel bei mir, der auch schon verschiedene Webinare gemacht hat. Also ich habe eins gemacht für die Trading Masters, aber sonst mache ich auch. Genau. Und hochinteressantes Webinar, also wer es noch nicht gesehen hat, es gibt es in der Aufzeichnung. Ganz Trend wichtig. Und Bewegungshandel. Ja. Erzähl ganz kurz ein bisschen was zu den Webinaren und dann gehen wir mal auf nach. Also das Webinar, das war jetzt ungefähr vor 3 Wochen. Also es waren 3-stellige Zuschauerzahl. Das hat viel Spaß gemacht, aber die Vorbereitung dafür ist relativ intensiv. Und wenn ich sehe, was die Gesamtmitgliederzahl ist von den Leuten, die bei den Trading Masters mitmachen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Also ich habe schon gedacht, das geht in den 4-stelligen Bereich rein. Weil wir Coaches insgesamt, wir geben uns viel Mühe bei der Vorbereitung. Also bei mir allein waren das mit Sicherheit 20 Stunden. Mhm. Und wir versuchen möglichst alle Fragen zu beantworten. Ich bin zufrieden, aber man kann natürlich immer mehr. Ja. Ich hätte mir schon gewünscht, dass da noch mehr Leute zuschauen, auch bei meinen Kollegen. Und meine Erfahrung von Webinaren ist, das ist das, womit ich am allermeisten gelernt habe. Klar, auch nochmal im persönlichen Gespräch. Ich kenne ein paar Leute, mit denen ich mich austauschen kann. Aber die Webinare waren tatsächlich so das, wo ich die fundierte Basis bekommen habe. Deswegen an euch die Empfehlung, schaut euch die Webinare an. Es laufen jetzt noch ein paar, auch im März weiß ich nochmal 2 mit dem Raimund Schriek. Und, aber der Christian hat hier an der Börse mal gearbeitet. Und deswegen interessiert mich jetzt ganz brennend, was sind die Unterschiede? Du warst mal Händler, erzähl ein bisschen. Also ich habe 1987 hier angefangen, am 16. September, hier in diesen wunderbaren Hallen. Und 4 Wochen später war der große Crash. Dow Jones 25% in einer Sitzung runtergerauscht. Wir hatten damals Telefone mit Kabel und eine Wählscheibe. Und der Unterschied zwischen damals und heute ist halt einfach alles computerisiert. Wir waren hier ungefähr 2000 Leute. Und ich möchte nicht sagen, jeder kannte jeden, aber das war schon ein vertrauter Handel. Und auch wenn man mal einen Fehler gemacht hat, konnte es passieren, dass man rausgelassen ist. Während heute ist es, wer hat das schnellere Kabel, wer hat das dickere Kabel, wer hat den schnelleren Finger. Diese Umstellung von diesem Präsenzhandel, was damals auf Zuruf alles war, wie bei einer Option zu heute, das hat bei mir lange gedauert. Bestimmt 2 Jahre, bis ich gesagt habe, okay, es gibt keinen Zuruf mehr. Wie schnell ist mein Finger? Und auch der Einfluss der technischen Analyse. Und das ist ja eins meiner Steckenpferde, das ist enorm. Ja, das gab es damals nicht. Damals waren die Leute schon begeistert, wenn sie wissen, was ein Golden Cross war. Und heute kennen sie von Fibo über Pivot Points alles. Das ist ein Riesenunterschied. Mir fehlt das ein bisschen. Also wenn ich jetzt gerade hier stehe, also war eine schöne Zeit, muss ich wirklich sagen. Wirklich schöne Zeit. Du hast vorhin eine Sache gesagt, die fand ich auch sehr interessant. Und zwar über die Atmosphäre. Dass man schon riechen konnte im Prinzip, wie es weitergeht am nächsten Tag. Manchmal war das wirklich so, man kam hier rein in den Raum, man konnte es wirklich förmlich riechen. Heute wird ein positiver Tag, ein schlechter Tag, wie auch immer. Wir hatten natürlich hier also auch sehr dramatische Tage, zum Beispiel den Tod von Alfred Herrhausen, wo wir morgens um 8 Uhr die Nachricht seines Todes auf den Ticker kam, die Kurse sofort 5% runtergingen, aber an dem Tag, Punkt 12 Uhr, sind die Kurse hossiert. Und wir nennen es heute noch die Herrhausen-Gedenkhosse und ich glaube, wir schlossen mit plus 2 oder 3% irgendwo da. Und man konnte wirklich die Stimmung, die Lautstärke, das Adrenalin, man konnte es wirklich fühlen. Und heute kann es passieren, man sitzt vor dem Computer, schaut mal kurz weg, weil ein Vogel an der Scheibe pickt, schaut wieder zurück und ist 100 Punkte tiefer. Das gab es damals so nicht. Ja. Und mir fehlt das ein bisschen, aber man muss da mit der Zeit gehen. Keine Frage. Und diese enormen Schwankungen liegen am Computerhandel, richtig? Auf jeden Fall und an den Derivaten. Ja, der Handel ist insgesamt sehr viel schneller geworden und durch K.O.-Scheine und die Derivate ist es halt so, dass relativ schnell Patches aufgelöst werden müssen und das muss in Sekundenschnelle gehen. Und dann kann solche Bewegungen mit 100 Punkten ja von 1-2 Minuten ziemlich schnell passieren. Ja. Das mit dem Herrhausen, als das damals, als der Trump gewählt wurde, ne? Als es, da ging es ja auch erstmal richtig rapide bergab. Ja. Und im Laufe des Tages meinte ich es auch schon so ähnlich. Das ging relativ, relativ schnell dann schon wieder hoch, ja, damals im Oktober, das ist richtig. Ja. Also war es vergleichbar? Nein. Von der Geschwindigkeit her, ja. Das war es wirklich. Das war es wirklich, nur hier war das halt Open Outcry, hier war das Zubuchgeschäfte. Und da sind es dann dementsprechend wirklich nur fix über die Computer. Aber ja, von der Geschwindigkeit her ist es ein ähnlicher Tag gewesen, weil wir waren alle morgens geschockt. Schauen, das kann ich sagen. Ja. Aber, und dann auf einmal setzte sich das durch, ja, das musst du mitleben. Und daraufhin sind halt auch die Kurse dann dementsprechend schnell gestiegen. Ich glaube, es waren auch 700 Punkte rein. Das dürften auch so 6% gewesen sein. Das kann schon gut sein. Ja, Christian, danke schön. Das war immer wieder gerne. Echt interessant. Auch mal wirklich so die Atmosphäre von jemandem zu erleben. Oder nicht nur die Atmosphäre, aber was darüber zu hören von jemandem, der wirklich mal hier war.
gearbeitet hat. Und dir das sehr fehlt. Glaube ich sofort. Schönen Tag noch. Tschüss. Dankeschön.